Herzlich willkommen zu Passionate Teams Podcast 34, heute mit Sebastian Heide. Wir sprechen über das Thema agile Führung bei Door-to-Door. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Teams Podcast. Heute wieder mal mit einem Interviewgast. Ich habe hier den lieben Sebastian bei mir. Hallo. Und hallo Sebastian. Der sitzt jetzt hier im schönen Berlin, während ich hier ganz auf dem anderen Ende von Deutschland sitze, nämlich hier im schönen Süden wieder. Also fast maximale Entfernung zwischen uns beiden. Und genau, ich erzähle ganz kurz Sebastian. Wer ist Sebastian? Und zwar Sebastian ist studierter Informatiker wie ich. Er hat aber wie ich den größten Teil seiner bisherigen Berufslaufbahn damit verbracht, irgendwie als Scrum Master, agiler Coach, Führungskraft zu verbringen. In einer Reihe von Unternehmen hat er dabei agile Transitionen in verschiedenen Rollen begleitet und auf die verschiedenen Situationen in unterschiedlichen Stadien des Unternehmenszyklus, Marktführer, Startup in einer massiven Wachstumsphase, Startup relativ am Anfang, adaptiert. Agile und Lean sind für ihn dabei wichtige Komponenten, aber bei weitem nicht ausreichend. Da sind wir auch völlig d'accord, wir zwei. Derzeit ist er VP of Engineering beim Berliner Unternehmen Door-to-Door, die auch sehr spannende Dinge machen. Was macht ihr eigentlich da, Sebastian? Ja, zunächst mal hallo, schön, dass ich da sein darf. Door-to-Door versucht Städten zu helfen, die Mobilität insgesamt so ein bisschen zu verbessern. Ganz konkret machen wir so drei verschiedene Dinge. Das eine ist, wir helfen Städten, die Mobilität im Stadtbereich, nicht nur im Stadtbereich, auch im ländlichen Bereich, besser zu verstehen. Also wir haben so ein Analyse-Tool und auch gute Analysemethoden, mit denen wir die bestehenden Angebote und den Bedarf ein bisschen besser matchen können. Dann haben wir einen sogenannten Routenplaner, also eine App, die wir verschiedenen Verkehrsunternehmen zur Verfügung stellen können, um alle möglichen Verkehrsoptionen übersichtlich darzustellen. Und das Dritte, was unser Schwerpunkt aktuell ist, ist eine sogenannte Ride-Pooling-Lösung. Das heißt also, wir haben eine Plattform, eine App für Passagiere, aber auch für Fahrer, über die Leute, die ungefähr in die gleiche Richtung wollen, ganz zufällig beziehungsweise in Echtzeit miteinander gematcht werden, um ja einfach Autos einzusparen sozusagen, aber gleichzeitig einen hohen Komfort für jeden einzelnen Passagier zu gewährleisten. Okay, so ein bisschen wie BlaBlaCar, oder? Ein bisschen anders, als dass wir tatsächlich öffentliche Nahverkehrsunternehmen als Kunden haben. Das heißt, wir sagen, wir wollen mit den öffentlichen Nahverkehrsunternehmen, die ja den Nahverkehr ownen, zusammenarbeiten. Die stellen Busfahrer ein, stellen die Fahrzeuge zur Verfügung und wir stellen die Technologie zur Verfügung, sodass wir, sagen wir mal, das heißt so schön, demand-responsive Transport anbieten können. Demand-responsive, hört sich interessant an. Genau, statt einer fixen Linie können die Leute sagen, okay, und jetzt möchte ich gerne in die Innenstadt oder zum nächsten Bahnhof und werden dann abgeholt und hoffentlich gepoolt. Okay, klingt spannend. So, aber jetzt sind wir ja beim Thema Agilität unter anderem und unter anderem auch dort agile Teams. Und wenn es gut läuft, trifft man dort auch ab und zu mal auf leidenschaftliche, passionierte Teams. Was sind so aus deiner Sicht so, was würdest du sagen, wie würde ein leidenschaftliches Team, was macht das aus deiner Sicht? Ja, da ich schon mal eine Episode von deinem Podcast gehört habe im Vorfeld, habe ich mir tatsächlich auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, insbesondere über das Wort passionate. Ich finde es am Ende noch ein bisschen drüber nachdenken, eigentlich eine ziemlich gute Formulierung und würde für mich sagen, hochmotivierte Leute, die zusammen einem gemeinsamen Purpose entgegenstreben. Das würde ich sagen, sind passionate Teams. Und was braucht es dazu aus deiner Sicht? Naja, in erster Linie braucht es natürlich einen gemeinsamen Purpose. Das ist der Anfang von allem. Dann müssen die Leute gemeinsam sich diesem Purpose verschreiben sozusagen. Also im Englischen würde man sagen, sich committen, to commit. Und dann müssen sie natürlich auch
in der Lage sein, wirklich ja dem Purpose entgegenzugehen. Das heißt, durch Kollaboration, durch Zusammenarbeit signifikanten Fortschritt auf dem Weg in Richtung Purpose zu machen. Okay. Jetzt sind ja viele davon überzeugt, mit agilen Methoden klappt das ganz hervorragend. Aber was fehlt aus deiner Sicht, wenn man die rein, sagen wir mal, wenn man es rein Scrum einführen würde? Ja, was sind so aus deiner Sicht so typische Elemente, wo du sagst, da fehlt es eigentlich? Ja, also zunächst mal ist Scrum an sich für ein erstmal relativ kleines Team eine ziemlich gute Methode, um anzufangen, irgendeine Form von Struktur in die Arbeit zu bringen. Kanban ist eine gleich gute Methode, da will ich überhaupt nicht werten. Was allerdings Scrum und Kanban zumindest mal im ersten Schritt ausblenden, sind die Dinge, die über diesen Process Flow hinausgehen. Und da ist man dann ganz schnell dabei, sich zu fragen, okay, was, wenn man ganz vorne anfängt, was tun wir hier eigentlich? Also was ist eigentlich das Ziel von dem, was wir tun? Und da ist man dann ganz schnell bei der Frage, wofür, für wen tun wir es denn eigentlich? Und was sind eigentlich die Probleme derjenigen, denen wir helfen wollen, die wir am Ende auch lösen wollen mit unseren Lösungen? Und das sind so Aspekte, die ja erstmal sehr trivial scheinen, aber im Großen und Ganzen dann doch gar nicht so einfach zu beantworten sind oftmals. Und da kommen dann eine ganze Reihe anderer Konzepte zum Tragen. Das ist natürlich das Book Lean Startup von Eric Ries oder Rice, ich weiß immer nicht, wie der ausgesprochen wird, extrem relevant, aber auch Konzepte wie das Jobs-to-be-done-Konzept beispielsweise. Okay, Jobs-to-be-done, gibt es einen oder anderen, der es nicht kennt? Kannst du mal kurz beschreiben, was dieses Jobs-to-be-done-Konzept ist? Ja, grundsätzlich Jobs to be done, sagen wir mal, aufs Einfachste runtergebrochen, ist im Prinzip die Fragestellung nach den Jobs, die die Leute, die ich als Zielgruppe definiere, gerne erledigen würden. Das heißt, was sind die Probleme, die meine angestrebten Kunden haben, die ich mit meiner Lösung besser löse als alle bisher dagewesenen Lösungen. Mhm. Okay, und das bei euch bei Door-to-Door, was wäre das bei euch? Ja, wir versuchen tatsächlich mehrere Jobs to be done miteinander zu balancieren, wie das bei den meisten Plattformunternehmen der Fall ist. Das heißt, man hat immer eine Angebotsseite und eine Nachfrageseite und wir versuchen tatsächlich auch beide Seiten so ein bisschen in Balance zu bringen. Das heißt, auf der Angebotsseite oder auf der, sagen wir mal, öffentlichen Nahverkehrs- und auch städtischen Seite versuchen wir natürlich A, den Verkehr positiv zu beeinflussen, also Staus zu verringern, die Autos von der Straße zu holen und B, die Verschmutzung, die auch durch Autos einhergeht, unmittelbar zu reduzieren. Im nächsten Schritt ist aber das Ziel, und da haben wir so ein sogenanntes B-Hack, Big Hairy Audacious Goal, ist aber das Ziel, tatsächlich langfristig Städte zu verändern und diesen großen Raum, den Autos und auch die ganze Infrastruktur wie Straßen, Parkplätze, Parkhäuser etc., den die Autos derzeit einnehmen, wegzunehmen bzw. zu verringern und wieder zu, sagen wir mal, wertvollem Raum für Menschen tatsächlich zu machen. Deswegen ist unser Spruch Cities for People, not Cars. Mhm. Klingt total spannend. Also es ist eine Vision, die mir auch Spaß machen würde, dafür zu arbeiten. Das hört sich total spannend an. Wenn ich so weit weg wäre, dann wäre so eine Sache, boah, da will ich gerne mitmachen. Ein guter Freund von mir, der Dr. Klebinder, der ist ja auch in dem Bereich Mobilität unterwegs und Zukunft der Mobilität. Wäre sicherlich auch mal spannend. Aber ob ihr euch zum einen kennt, vielleicht kennt ihr euch sogar. Tatsächlich noch nicht, ne. Nee, wäre schon mal interessant. Da muss man dem Hans-Peter Klebinder mal Bescheid sagen. Ich glaube, ihr zwei würde gut zusammenpassen, was das Sehr Thema gerne. Angeht. Mir Hast ist gerade aufgefallen, ja? ganz kurz, dass ich ja nur eine Seite gerade beschrieben habe. Ich muss noch die zweite beschreiben. Der Job to be done, nämlich der Nachfrageseite, den habe ich komplett vergessen. Und das ist in dem Fall natürlich das alte leidige Thema, ich möchte von A nach B. Das heißt also entweder ich möchte zur Arbeit oder ich möchte einkaufen gehen oder ich möchte irgendwie ins Kino oder so. Und
Natürlich gibt es da diverse Angebote, in Berlin auch gar nicht so schlechte. Wir haben ja doch ein ganz gutes öffentliches Nahverkehrsnetz. Mhm. Nichtsdestotrotz sind die Zeitpläne halt starr und natürlich auch, gerade wenn man an abends weggehen denkt, werden auch die Frequenzen, in denen Bahnen fahren und Busse nicht mehr, sind nicht mehr so hoch. Und da etwas zu schaffen, das gleichzeitig nachhaltig ist, also möglichst weniger umweltschädlich als 1,5 Tonnen wegen mir alleine durch die Stadt zu befördern, aber auch ein bisschen billiger als Taxi. Das ist sozusagen der Job to be done, den wir gerne auf der Nachfrageseite, also bei den Leuten, die sich in einer Stadt von A nach B bewegen, lösen wollen. Genau, im Endeffekt geht es ja immer darum, eine Lösung zu finden, die im Endeffekt ja trotzdem attraktiv für sozusagen die Nachfragenden sind. Ja, also wenn ich halt anders, günstiger oder besser lösen kann, da sind wir beim Bereich Einfachheit oder bei den Themen Einfachheiten ja auch mal so mit drinne. Ihr müsst den Leuten ja auch möglichst einfach machen, eure Lösungen zu nutzen, ne? Absolut, genau, das ist das Ziel. Statt schlechtes Gewissen oder gar Regulation oder irgendwas versuchen wir eben ein attraktives neues Offering zu etablieren. Okay. Wie macht ihr es bei euch intern? Ich glaube, ihr habt eine klare Vision bei euch intern. Wie wird die bei euch intern kommuniziert? Wie stellt ihr sicher bei euch, dass alle Mitarbeiter das auch so kennen, leben und da auch danach streben und danach arbeiten können? Ja, das ist ein extrem guter Zeitpunkt, denn wir hatten gerade gestern unseren Kickoff für 2019, wo wir es nochmal rekapituliert haben. Und am Ende sind es so eine Reihe von Komponenten. Das heißt also, wir haben als Startpunkt diese Vision in Cities for People, Not Cars, und haben als B-Hack auch eine konkrete Vision oder eine konkrete Beschreibung sozusagen dessen, was wir erreichen wollen. Da weiß ich nicht, ob ich die so offen kommunizieren darf, weil die noch relativ frisch ist. Deswegen sage ich einfach nur, grundsätzlich geht es genau in diese Richtung, dass wir eben den sagen wir mal, privaten Straßenverkehr deutlich reduzieren in vielen Städten. Mhm. Von diesem abgeleitet haben wir dann angefangen zu gucken, okay, wir haben uns da einen Zeitraum von 11 Jahren vorgenommen. Was ist denn in den nächsten 3 Jahren A, machbar und B, was müssen wir aber auch in den nächsten 3 Jahren geschafft haben, um in 11 Jahren da zu sein, wo wir eigentlich hin wollen. Haben also so ein 3-Jahres-Ziel geschaffen und dann ein 1-Jahres-Ziel. Das alles haben wir in einen sogenannten, und jetzt wird es ein bisschen abstrakter, aber in einen sogenannten OPSP, also einen One-Page Strategic Plan zusammengefasst, wo wir noch so ein bisschen Stärken und Schwächen des Unternehmens, aber auch Trends, die wir in unserer Domäne sehen, einfach niedergeschrieben haben, sodass sie jeder zu jedem Zeitpunkt angucken kann, und haben das wiederum in OKRs runtergebrochen. Das heißt also, wir haben Jahres-OKRs und dann natürlich die typischen Quarterly OKRs, und diese gesamte Kaskade, die haben wir angefangen im letzten Jahr schon mal zu besprechen, denn das ist erst im Q4 erarbeitet worden, in diesem Detailgrad zumindest, und haben sie da schon mal dem Team näher gebracht und haben sie jetzt im Kickoff gestern in mehreren Schritten nochmal deutlich reiteriert und jetzt auch die entsprechenden Dokumentationsartefakte erstellt, die im Wiki sind und Teil des Onboardings und auch in so ein Townhalls, die wir haben, regelmäßig wiederholt werden. Ja, jetzt hast du gerade das schöne Akronym OKR verwendet. Objectives and Key Results, ne, ist ja auch gerade ein Riesenthema, was ja ziemlich auch fast als Hype bezeichnet wird manchmal schon wieder, ne? Mhm. Wobei es ja schon relativ alt ist, muss man ja auch sagen. Kannst du ganz kurz unseren Hörern mal ganz kurz einen Abriss geben, was OKRs sind und warum ihr euch entschieden habt, das zu nutzen bei euch? Ja, also grundsätzlich sind OKRs erstmal, würde ich mal sagen, ein Zielsystem, was einem eine Struktur gibt, in der man Ziele definieren kann. Und ja, OKRs sind gerade total gehypt. Das ist tatsächlich aber auch ein Bonus, weil das auch bedeutet, dass es extrem viele Quellen zum Thema OKRs gibt. Ja, sehr viele Berichte von Leuten, die halt Beispiele präsentieren, was die Adaption auch wiederum einfacher macht und auch Trainingsmöglichkeiten etc. Und OKRs definieren, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, also
auf oberster Ebene erstmal ein Objective. Ein Objective ist so ein bisschen ambivalenter. Das ist ein bisschen weniger scharf umrissen, nicht so klar messbar. Allerdings sind Objectives häufig eben nicht ganz so klar messbar, weil sie halt dann doch ein bisschen größer sind, als man sich jetzt sehr einfach vorstellen kann sozusagen. Oder zumindest geben sie nicht unbedingt eine Lösung an, aber ein Ziel, das erreicht werden soll. Und dann gibt es noch die Key Results, die wiederum den Anspruch haben, idealerweise klar messbare Schritte zu sein, die man auf dem Weg, dieses Objective möglichst irgendwann zu erreichen, umsetzen oder sagen wir mal Teilschritte, die man bis dahin wahrscheinlich erreichen muss. Das heißt also, wenn ich als Beispiel mal nehme, ich will irgendwie 5 Kilo abnehmen, dann kann ich wahrscheinlich, also diese 5 Kilo kann ich erstmal als Objective mir definieren, oder ich kann sagen halt, vielleicht noch besseres Beispiel, ich will gesünder sein. Dann kann ich als ein Key Result angeben, ich möchte 5 Kilo abnehmen. Ein anderes Key Result ist, ich möchte mindestens 2-mal die Woche joggen und ich möchte nur 2-mal die Woche Fleisch essen beispielsweise. Das sind dann ganz klare Key Results. Okay. Super. Und dann habt ihr im Prinzip, ihr nutzt quasi primär Wikis dann, um das Ganze zu dokumentieren, oder habt ihr spezielle Tools eingesetzt dann für euer OKR-Thema? Für OKRs nutzen wir tatsächlich relativ banale Spreadsheets. Mhm. Die kenne ich auch inzwischen aus mehreren Unternehmenskontexten, die üblicherweise auch relativ gut schon funktionieren, wenn man sich ein bisschen eingespielt hat. Und insbesondere die Möglichkeit aufmachen, dass man eben sehr flexibel über Formeln verschiedene OKRs ineinander kaskadieren kann. Denn üblicherweise hat man eben auf Company-Level OKRs, dann hat man auf, wie auch immer man das nennt, Engine, Tribe oder Department oder was auch immer OKRs. Wie nennt ihr denn? Wie bitte? Wie nennt ihr denn bei euch? Wir haben tatsächlich gerade diese so eine Namensdiskussion gehabt und haben jetzt 3 Haupt-Engines definiert für unser Unternehmen, eben Growth, Delivery und Organization oder Enablement, und haben darunter dann wiederum die Teams beziehungsweise noch einzelne Departments, die eher so einer funktionalen Struktur folgen, und die Teams, die eben einer cross-funktionalen Struktur folgen. Mhm. Okay. Hast du denn schon mal in einem genialen Team gearbeitet, in so einem richtig leidenschaftlichen, passionierten Team? Tatsächlich würde ich mir einbilden, dass ich das schon mehrfach getan habe. Allerdings muss ich gestehen, dass ich die Teams, die ich am ehesten als wirklich passionierte, passionate Teams definieren würde, da war ich dann eher als Coach oder Engineering Manager oder sowas involviert. Mhm. Da ich am Anfang meiner Karriere nur relativ kurz Softwareentwickler war, habe ich also so ein richtig passionate Team eher dann als Coach oder Scrum Master erlebt. Ja. Okay. Und was haben die denn anders gemacht wie andere Teams? Also wenn du mal ein Team rauspickst, wo du sagst, das war besonders gut, was glaubst du, waren da die optimalen Rahmenbedingungen, oder was waren Dinge, die vielleicht anders waren wie woanders, dass es dazu kommen konnte, dass so ein Team so gut funktioniert hat? Ja, ich damals hätte ich das wahrscheinlich noch nicht so klar ausdrücken können, aber über die weitere Beschäftigung mit dem Thema bin ich dann über Dan Pink irgendwann bei der Self-Determination Theory gelandet, die er relativ schön in seinem Video zu Drive, seinem Buch, beschreibt, und zwar Autonomy, Competence und Relatedness, oder wie er sagt, Mastery, Autonomy und Purpose. Das sind, glaube ich, 3 extrem wichtige Komponenten für Teams, um richtig passionate zu arbeiten. Was meint das? Autonomy natürlich, den Freiraum, Entscheidungen im eigenen, sozusagen in einem ganz klar definierten Hoheitsbereich treffen zu können und in diesem sich nicht ständig irgendwelche Erlaubnis einholen zu müssen. Mastery, auch ein ganz starkes Streben danach, sich fortwährend zu verbessern, sowohl als Team, aber auch als Einzelperson in diesem Team. Und der gemeinsame Purpose, den ich initial schon erlebt habe, als Klammer um alles. Mhm. Und inwiefern hat eine gute Führungskompetenz eine Rolle gespielt in so einem Kontext? Ja, die Führung
oder sagen wir mal, die Rahmenbedingungen müssen eben passen, eine solche Situation zu gewährleisten. Das heißt also, zunächst mal muss ein klarer Purpose da sein und auch der Raum, sich diesem Purpose verschreiben zu können. Das heißt also, entweder es gibt eine relativ klare Zielsetzung, nach der dann so ein Team sozusagen zusammengestellt wird, oder aber ein höherer Freiheitsgrad, dann sogar ein Team hat die Freiheit, sich einen eigenen Purpose zu suchen. Und das. Aber all das braucht eben einen hohen Freiheitsgrad sozusagen. Dann muss die Kommunikation auch sehr klar sein. Und die ist tatsächlich bidirektional. Das heißt, also es erfordert eine ganz klare Kommunikation des Purpose und der Constraints von der Leadership sozusagen, vom Leader, wie auch immer. Und es erfordert allerdings auch eine hohe Transparenz und Kommunikation dann wiederum vom Team zurück, damit das Vertrauensverhältnis, was zwischen beiden Seiten besteht, gepflegt wird und auch bestehen bleibt. Hast du da konkrete Beispiele, wie du das aktuell als Führungskraft bei Door-to-Door machst? Ja, also zunächst mal ist Transparenz für mich so ein bisschen die Basis für alles. Wenn ich transparent umgehe, und das ist halt vielleicht, um als Disclaimer noch dazu zu sagen, bedarf einer gewissen Balance. 100% Transparenz ist nicht immer vorteilhaft, weil wenn man jede neue Information, die vielleicht am Ende gar nicht relevant ist, weil es nur ein Gerücht ist oder eine erste Idee, die sich am Ende gar nicht materialisiert, aber einen riesen Impact hätte aufs Team, das ist dann übers Ziel hinaus und macht das Team eben kirr. Das ist so ein bisschen eine Kunst oder ein Gespür, wie stark die Transparenz da sein muss. Aber ich tendiere doch sehr stark zu einem sehr hohen Grad an Transparenz und habe eben wöchentliche Touchpoints mit jedem Einzelnen von meinen Engineering Managern, aber auch mit dem gesamten Team, wo ich versuche, alle wichtigen Themen, die das Unternehmen insgesamt betreffen, die ich im Rahmen meiner Zugehörigkeit zum Leadership-Team erfahre, sei es jetzt es geht um Sales-Prozesse oder neue Partnerschaften oder mögliche Kundenaufträge etc. All das versuche ich möglichst transparent zu machen in diesen Situationen, und zusätzlich habe ich noch dann Touchpoints mit jedem Einzelnen in meinem Engineering-Team, das sind so 26 Leute, auf einer regelmäßigen Basis. Das heißt also, es gibt ein Forum, wo wir uns alle zusammensetzen. Das findet alle 2 Wochen statt, und dann nochmal mit jedem Team, wo ich ein bisschen detaillierter für Fragen und Antworten zur Verfügung stehe. So, das ist, wie gesagt, die Basis. In dem nächsten Schritt kommt dann aber dazu, dass ich auch sehr stark versuche, ich sehe meine Rolle ein bisschen darin, dass ich sehr breites Wissen aus dem breiten Scope eben des Leadership-Teams habe, und das wiederum mit dem sehr tiefen Wissen meiner Leute verknüpfen muss, um ideale Entscheidungen fürs Unternehmen zu generieren, sage ich jetzt mal. Also ich versuche eher, die Anzahl der Entscheidungen, die ich selbst treffe, möglichst gering zu halten und stattdessen meine Teams entscheiden zu lassen. Dafür brauchen sie aber auch den richtigen Input. Und das ist halt auch ein zentraler Bestandteil. Ich versuche also eher sozusagen Input zu liefern und dann Fragen zu stellen, um bestimmte Entscheidungen herbeizuführen sozusagen. Dann arbeite ich mit den Teams intensiv daran, diese gemachten Entscheidungen, die auch dann im Team getroffen werden, deswegen auch hoffentlich ein hohes Commitment des Teams haben, setzen, man sich eben Teilschritte definiert und dann schaut, dass man auch wirklich in regelmäßigen Abständen guckt, ob man denn diesen Teilschritten, diesen Milestones oder wie auch immer man es jetzt nennen möchte, tatsächlich näher kommt mit dem, was man tut. Genau, sind wir beim Thema Iteration und so weiter wieder, ne? Exakt, ja. Okay. Sonstige Elemente, wo du sagst, die sind als Führungspersönlichkeit oder als Führungskraft, welche, die du in deinem täglichen Umfeld nutzt? Ein Modell, was ich mir immer wieder vor Augen halte, was im Prinzip das, was ich eben ein bisschen umständlich formuliert habe, glaube ich, ganz gut zusammenfasst, ist das
Modell der Transformational Leadership. Da geht es also ganz klar darum, eine Vision für die Zukunft zu entwickeln, dann das Team, also oder sagen wir mal die Leute dafür zu begeistern und dafür zu bekommen, dass sie sich dieser Vision committen und dann mit den Leuten auch tatsächlich auf einer sehr sagen wir mal intensiven Beziehungsebene zu arbeiten, auf diese Vision eben zuzuarbeiten. Und das strahlt natürlich in ganz viele verschiedene Richtungen aus. Also ein Thema, was hochrelevant ist dabei, ist das Thema, wie gehe ich mit Problemen um oder man sagt immer so schön Fehlerkultur, ne, für Psychological Safety. Mhm. Wie gehe ich damit um, wenn was schief läuft? Ich sehe solche Situationen meistens als Learning Opportunities sozusagen und versuche sie deswegen auch sozusagen positiv zu betrachten. Versuche aber auch ganz klar dann meinen Leuten zu sagen, dass prinzipiell ein Fehler extrem wichtig ist fürs Lernen und auch nicht schlimm ist und nur eben die Wiederholung von Fehlern dann zum Problem wird. Mhm. Schön. Jetzt hast du ja auch schon relativ viele Dinge gesehen und warst unterwegs auch bei verschiedensten Firmen. Jetzt drehen wir mal den Spieß mal um. Was waren so aus deiner Sicht so die Top 3 Worst Practice, die du gesehen hast im Unternehmen, wo richtig total falsch gelaufen sind oder schief gelaufen sind? Ja, da gibt es natürlich eine ganze Reihe. Ich glaube, eine Sache, die heutzutage zumindest in unserer Branche, glaube ich, der Softwareentwicklung nicht mehr ganz so weit verbreitet ist, früher aber, glaube ich, noch sehr stark verbreitet war, ist das Verknüpfen von Zielerreichung an finanzielle Incentives, sage ich mal. Das ist immer noch ein Thema, auch natürlich aus verschiedenen Gründen. A, wie schafft man es, Leute sozusagen auch daran partizipieren zu lassen, wenn eben ein Ziel erreicht wurde, aber auch B, natürlich immer aus einer Manager-Denke, wie kriege ich die Leute dazu, dass sie tatsächlich auch an den relevanten Dingen arbeiten. Erfahrung, die war allerdings, dass Jahresziele, die man am Anfang des Jahres setzt, wenn man wirklich agil arbeiten möchte, sehr, sehr schlecht geeignet sind, um insbesondere wenn ich dann finanzielle Vergütungsbestandteile daran knüpfe, die Firma oder die Leute in der Firma in die richtige Richtung zu lenken. Genau, da sieht man ja auch, da kann man auch im Buch Try von Daniel Pink wunderbare Beispiele nachlesen, warum solche Incentives eher negativ wie positiv sind. Also ich werde auch das Buch mal in die Shownotes reinpacken, für die es nicht kennen. Das Buch ist ja schon recht bekannt, aber trotz allem gibt es immer wieder Leute, die es noch nie gelesen haben. Da gibt es ja wunderschöne Beispiele, warum Incentives eigentlich oft eher kontraproduktiv sind, wie dass sie irgendwie helfen. Ne? Exakt, ja. Genau. Das ist eben ein sagen wir mal, klassisches Thema, das in den Auswirkungen weniger oder mehr sozusagen negativ sein kann, aber in jedem Fall nervig ist. Ja. Ein anderes Thema ist tatsächlich das Thema Transparenz, was oft einhergeht mit einem falschen Verständnis von Rollen oder vielleicht auch von Verantwortlichkeiten und einer Unklarheit darüber, was denn jetzt delegiert werden sollte und was nicht, also auf welcher Ebene eine Entscheidungsfindung stattfinden sollte. All das, also fehlende Transparenz und eine fehlende Klarheit für das Warum, ist ein massiver und maximal negativer sozusagen Weg, wie man die Leute verärgern kann oder ja, also auch abstoßen kann von einem Unternehmen tatsächlich. Mhm. Genau, und dann vielleicht noch einen dritten Punkt, auch eine Unklarheit in der Zielsetzung im Allgemeinen oder auch eine Art von Zielsetzung, die die Leute einfach nicht begeistert. Das heißt also, wenn ich als Firma sage,
Und wir haben jetzt das Ziel, keine Ahnung, 100 Millionen Umsatz erreicht und das nächste Ziel ist jetzt 120 Millionen Umsatz, dann mag das für das Top-Management sich irgendwie ganz toll anhören, aber für die meisten Leute ist es wahrscheinlich relativ irrelevant. Und das ist auch etwas, was eines dieser drei elementaren Merkmale von Motivation oder Ursprung von Motivation, die, glaube ich, in so einem Wissensarbeitskontext, in dem wir uns befinden, einfach extrem relevant sind, dass dieses Element eben schlecht bedient, sage ich mal. Stimmt. Vielleicht zum Abschluss noch, Sebastian, eine Abschlussfrage. Es gibt ja das Thema Agilität, löst ja bei dem einen oder anderen Führungskraft, Manager, was auch immer, immer noch diverse Ängste aus, von wegen, wir werden nicht mehr benötigt, Management wird abgeschafft, flache Hierarchien, ich verliere irgendwie Macht und was ich was alles. Was würdest du so einer Führungskraft mit auf den Weg geben wollen, der jetzt weiß, okay, wir wollen auf agile Methoden setzen, ich habe da so ein bisschen ein Problem mit, ich sehe da einfach, dass vielleicht irgendwo, keine Ahnung, ich Machtverlust habe oder vielleicht meinen Job verlieren kann oder was auch immer. Was würdest du einer Führungskraft mit auf den Weg nehmen, der diese Ängste hat? Ja, grundsätzlich erstmal sind die irgendwo natürlich berechtigt, denn die Rolle ändert sich ja ganz massiv, je weiter die Agilisierung sozusagen in so einem Unternehmen voranschreitet. Ja. Das alte Command and Control ist nicht mehr gewünscht, funktioniert so auch gar nicht mehr in dem Kontext. Es geht viel mehr in Richtung Kommunikation und auch ein bisschen Koordinationsunterstützung, Coaching, sehr starkes Element statt Direktion. Ich habe in einem Kontext, in dem ich gearbeitet, da haben wir verglichen mal die Scrum Master und die Teamleiter oder Führungskräfte eben, was die als Verantwortlichkeitsbereiche für sich jeweils sozusagen gesehen haben. Und da gab es schon eine sehr, sehr hohe Überlappung an deren Auswertung wir gesehen haben, dass die beiden Rollen tatsächlich auch eine hohe Ähnlichkeit haben, eben nur aus der Perspektive, aus der sie betrachtet werden, einfach einen anderen Anstrich oder eine andere Ausrichtung haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass in einem Unternehmen, was so eine agile Transition durchführt, da gibt es so drei Arten von Führungskräften. Die einen, die sagen, nee, ist nicht mehr meins, da habe ich keine Lust mehr drauf, die sich dann dafür entscheiden, eben, dass das nicht mehr ihrs ist und das Unternehmen zu verlassen. Die zweite Art, das sind meistens die meisten, die diesen Wandel mitgehen und dann diesen Wandel eben zu einer anderen Art von Führungsrolle, das muss nicht ein Scrum Master sein, es gibt ja auch in den meisten Unternehmen durchaus auch Management-Positionen nach wie vor, die halt nur jetzt anders ausgestaltet werden. Dann gibt es aber noch eine kleine Minderheit von Führungskräften, die eben nicht in der Lage sind, diesen Wechsel mitzugehen, aber auch nicht für sich selber die Entscheidung treffen, dass es nicht mehr passt. Das sind so die drei Typen. Die überwiegende Mehrzahl, die ich bisher so erlebt habe, sind aber durchaus in der Lage, sich da zu verändern, denn es sind ja oft tatsächlich kluge Köpfe. Das sind oft Leute, die anderen Leuten oder Teams helfen können, sich zu koordinieren, die kommunizieren können, erkennen, wenn irgendwo Informationen fehlen und diese dann diesen Informationsverlust ausgleichen können. Von daher würde ich sagen, für die meisten, die sind durchaus in der Lage, da diese Veränderung mitzugehen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich bin letztens auch bei einer großen Bank gewesen, habe einen Vortrag gehalten von 90 Projektleitern. Jetzt keine Führungskräfte direkt, aber da die gleiche Geschichte wieder. Ne? Man führt agile Methoden ein, vielleicht sogar Scrum in irgendeiner Form und der Titel Projektleiter taucht dort nirgends auf. Und dann natürlich die berechtigten Ängste, die du auch gesagt hast, was passiert mit mir, was ist mein Job? Und die Message von mir ist dann immer, wir werden euch weiterhin brauchen. Eure Skills, euer Wissen, eure Erfahrung, auch mit Menschen, mit Teams umzugehen, das wird weiterhin benötigt und wird dann nachher vielleicht nicht mehr Projektleiter heißen, aber werdet ja trotzdem noch in der Firma quasi eure Wissen mit reingeben müssen, damit es funktioniert. Ja. Absolut, ja. Schön, Sebastian. Hat mich gefreut, dass du die Zeit genommen hast heute für das Interview. Hat sehr Spaß gerne gemacht. Viele interessante Inhalte. Ich finde es immer spannend, wenn wir so ein bisschen was hören aus den verschiedensten Firmen heraus. Das mögen meine Hörer auch sehr gerne. So wie machen es andere. Und war ein super nettes Gespräch. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Danke, das wünsche ich dir auch. Wenn wir das nächste Mal in Berlin bin, ich bin da ab und zu mal, dann vielleicht sehen wir uns dann auch mal irgendwo. Sehr gern, sag Bescheid. Werd sicherlich mal in Kontakt gehen. Dankeschön, Sebastian. Ja, danke dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.